zu unserer Präsentation von unserer Studienarbeit von Martin Peter und Nicolas Ench. Das Ziel unserer Aufgabe war, eine berührungslose Positionsbestimmung zu machen für einen linearen Bewegungsablauf. Wir sehen das hier anhand eines physikalischen Modells einer Türe. Hier oben drauf ist unser System mit zwei Beschleunigungssensoren und einem Magnetometer. Mit den Beschleunigungssensoren können wir durch die doppelte Integration die Position bestimmen. Zudem haben wir hier auf der Strecke Magnete montiert, die eine Kalibrierung der Strecke ermöglicht. Die Auswertung haben wir hier schon mal vorgängig dargestellt. Gut zu sehen ist hier der Bewegungsablauf mit der Position. Auch was zu sehen ist, ist die Abweichung über die Zeit. Weiter sehen wir hier, dass wir hier bei der Position immer wieder Abweichungen haben, was auch hier unsere gemessene Beschleunigung schlussendlich aussagt.